wenn wir sagen, wir sind einsam und allein, obwohl ich auf menschlicher Ebene verstehe, was gemeint ist, weiß ich, dass das nur dein Ego sein kann, welches sich allein und einsam fühlt. Denn welches Ich spricht denn gerade mit mir? Welches Ich kann denn je einsam und allein sein? Nur das, welches sich getrennt fühlt. Und das ist deine menschliche Natur. Deine wahre Natur ist immer in Verbundenheit, geht niemals allein, weil Gott immer mit dir geht.